Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator. Ja, das wird eine relativ kurze und spontane Aufnahme, denn mein Renderer scheint teilweise echt Probleme aktuell zu machen. Also ich habe bis jetzt noch, insgesamt 8-9 Folgen aufgenommen und habe davon noch nicht mal die Hälfte wirklich rendern können, weil irgendwie mein Renderer down abbricht. Ich habe noch nicht den Fehler gefunden und ja. Dann habe ich heute Farming Simulator geupdatet und ach Wunder, es ist was kaputt gegangen. Ich wollte hier hingehen, aufmachen, aber ihr seht schon, drin ist das Stroh schon weg, das habe ich weggebracht, aber unsere Maschinen sind weg. Es ist wohl so, dass man dieses Gebäude weder existiert noch irgendwas anderes. Also du kannst hier wirklich überall durchlaufen. Es wäre so, als ob dieses Hütchen nicht mehr existiert. Was problematisch ist, denn jetzt haben wir dieses Teil hier rumstehen, denn ich weiß nicht, wie ich es wegkriege. Ja, ich wollte nur auf den Verstand bringen. Ich werde jetzt die Tage, ihr seht auch, das Geld hat sich nicht verändert. Ich hatte keine Zeit, selbst diesen Bug uns sozusagen wieder als Geld zurückgegeben. Das werde ich auch die paar Tage dann machen. Noch Zeit, irgendwas zu machen, weil ich einfach die ganze Zeit erstens jetzt Prüfungsstress habe. Ich hatte vorgestern immer eine Schularbeit, habe morgen wieder eine Schularbeit, hatte gestern einen Test. Also ich hatte diese Woche echt viel gehabt und viel auch zu lernen, viel theoretische Bits-Sachen und Netzwerke und bla bla bla. Das ist also wirklich viel drauf aktuell und deswegen war es leider ein bisschen schwerer wie sonst. Aber ich habe mir gedacht, wir machen diese Folge was Interessantes, irgendwas, was mir spontan einfällt. Und ich habe gedacht, wir gehen heute eine Runde shoppen. Denn ich hätte Lust, Waldtechnik eigentlich mal zu betreiben. Die Frage ist, wie viel kostet uns das? Oh Gott, das ist ja schweineteuer. Wie würde es ausschauen mit Hightech-Verladetechniken für Pellets? Dass wir Pellets produzieren können. Es gibt auch irgendwo, glaube ich, diese... Wir brauchen... Ah, da müssen wir hier drunter, oder? Unter... Ladetechnik ist es? Ist es Ladetechnik? Nee, ist es nicht. Denn das ist sicher Ballentechnik. So, warte mal. Nee, das ist Alpine Farming. Das hier gehört zu dem Mod. Das schaut gut aus. Das schaut hier gut aus. Hier. Eine Premos. Die Kronos Premos 5000 kann Stroh und Heu. Da steht Stroh, Leute. Stroh. Stroh. Und Heu direkt auf dem Feld zu Pellets verarbeiten. In der Kombination mit einer Ballen. Mit dem Ballenauflöser kann die Maschine auch stationär genutzt werden. Was sich für mich so anhört, ich kann damit Stroh in Pellets verwandeln. Was? Fuck, nicht in unserem Budget drin liegt gerade. Was soll denn das? Das liegt immer alles außerhalb des Budgets. Das ist gemein. Ach, guck mal, das ist... Ah, guck mal, 27.000. Eine ganz interessante Sache, sowas zum Beispiel auszubauen. Gibt es da den passenden Ladewagen für? Da muss es ja so ein Attachment rein, theoretisch geben, oder? So ein Hänger. Fällt es dann unter Hänger? Was ist denn das? Ein Trailer? Was ist denn das für ein komischer Trailer? Bisschen flach, da kriegt man nicht viel rein. Komm, hier muss doch irgendwo so ein blöder... verdammter Ding sein, oder? Tiertransport ist es auch nicht. Es ist leider nicht alles immer so leicht. Ja, Imkerei. So, das ist die Fütteranlage zurück. Wie viel kostet ein normaler Pferdestall? Wenn wir sagen, wir wollen eine große Pferdeweide, Pferdezucht. Große Schafweide, große Schweinestall, großer Pferde. 95.000. Wie groß ist die? Wenn ich jetzt überlegen würde, ich würde die hier aus... Hier würde sie hinpassen. Da braucht auch wieder viel Platz, ne? Was ist, wenn man die hier irgendwo hinsetzen? Oh, fuck. Man darf nicht einfach drücken, das war gelb. Ich habe gedacht, es passiert nichts. Wir müssen mal kurz in die... So verliert man Geld, wenn man außersehen Tasten drückt. Also die Pferdezucht finde ich bis jetzt noch komisch, die verkaufe ich. Eigentlich hieß es ja, dass man damit schön Geld macht. Aber ja, großer Pferdestall wird verkauft. Yep. So,
Dann tun wir erst die Pferde hier weggeben und tun das Teil weg. Vielleicht können wir dort später eine Pelletierungsanlage hinstellen, wenn wir da oben jetzt unseren Bug stehen haben. Weil ich glaube nicht, dass wir da was anderes hinstellen können fürs Erste. Wo war hier nochmal der Pferdezugang? Hier, oder? Nee. Wo war das denn? Also es ist eine coole Anlage. No doubt about it, aber ich kann damit nichts anfangen. Die haben auf jeden Fall, die haben sich schon akklimatisiert. Insgesamt 40.000 fast. Das ist abgezogen, 30.000 haben wir mit dem verdient. Aber, wie gesagt, ich habe die Pferde verkauft, ihr Leute. Achso, ich muss erst auf Verstetigen klicken. So. Und Pferde haben eigentlich relativ gutes Basic-Nebeninkomme immer gemacht. Und deswegen würde ich die gerne behalten, weil sie uns einfach, sagen wir mal, Sachen ermöglichen, die sonst immer viel dauern. Und die kann man einfach betreuen. Im Gegensatz zu Schafen, wo man verkaufen muss, muss man da einfach nur schauen, dass die Tage vorbeigehen. Und dann hat man teure Pferde. Und wenn man das gut macht, ist alles supi. Und genau das ist jetzt mein Ziel. So, Pferdezucht verkaufen. Ja. Dann Tierhaltung. Brauchen wir wieder die... Oh, jetzt haben... No, you fucking... Oh, nee! Du, ich glaube, ich habe eine Straße gebrochen. Ach, fuck that shit, okay. Wie war Terrainveränderung? Da, Landschaftsbau. No. Boah. Wie war das? Alter, das ist ja... Das ist passiert... Also der Landschaftsbau ist leider nicht so schön, wie ich mir das immer vorstelle teilweise. Weil genau das passiert. Du tust was bearbeiten und dann wird in der Nähe das alles auf eine Ebene geschoben. Oder du musst immer die Größen rein theoretisch ändern, was jetzt... Stärke will ich jetzt nicht ändern. Ich würde den Radius gerne nochmal runterdrehen. Okay, wir haben auf jeden Fall... Jetzt schon mal hier... Fuck! Also ist natürlich nicht schlecht, wir können jetzt hier auch weiter geradeaus machen, aber warum denn so? So groß wie es geht und versuchen mal so anzupassen, wie es möglich ist. Hier drin. Nope. Schon wieder. So, und zack, dann tun wir hier noch ein bisschen anpassen. So, seitlich. Und dann kann hier rein theoretisch der Pferdestall hin. Was ja auch gar nicht doof ist. Dann lassen wir das da vorne, das schaut ja irgendwie doch nett aus. Die Teile lassen wir jetzt halt. Das ist jetzt nicht so, wie ich es gewollt habe, aber ja. Wie war... Kannte man nicht angleichen irgendwie so ein bisschen? Nein, ah fuck, schon wieder. Das steht, da teilweise reagiert er nicht mal. Das ist halt auch nicht unbedingt so die feine englische Art, wenn er hier... Oder klar, es ist eine Straße, aber... Trotzdem müsste er reagieren. Das würde mich schon teilweise freuen, wenn das dann reagiert. So. So. Das ist schon mal gemacht. Hier wird auch so ein bisschen abgekantet. Toll, das ist dann eigentlich relativ sogar auf unserer Höhe, was natürlich vorteilhaft ist. So. Ich habe irgendwie geblinkt. Das ist eine Nachricht. Ist natürlich, warte, ich muss kurz, ganz kurz muss ich da antworten.
So, genau, dann können wir hier rein theoretisch den Pferdestall. Warum fragt seit wann sagt er einem, dass der Zug zur Verfügung steht? Das ist neu. Und jetzt tun wir mal das Gebäude hier hinsetzen, die Einrichtung. Warum großen nicht? Jetzt habe ich zu viel Geld ausgegeben. Kann ich noch Geld von der Bank abheben? Finanzierung leihen. Perfekt, passt. So. Was geht jetzt ab hier? So, nee, dann tun wir es. Oh, das könnte passen. So. Hat er schon wieder. Der passt aber auch immer an. Der schaut jetzt. Das müssten wir nochmal perfekter machen. Aber hey. Was ist hier wieder? Ah, genau. Wasser auf Still. Bin ich auf jeden Fall dafür, weil dann wird das Wasser gleich aufgefüllt immer. Ist hier der Pferd? Ne, hier ist der Stroheinschutz gewesen, glaube ich. Hier hat man oder was habe ich jetzt hier? Tor öffnen. Ah, Tor. Okay. Warum ist hier ein kleines... Hm. Teammenü öffnen. Machen wir eine Rappenzucht? Machen wir eine Rappenzucht ein bisschen. Verschieben. 16 Pferde passen rein. Holy shit. Überleg mal, wie viel Geld man damit macht. 84.000 kann ich mir... Oh, fuck, kann ich mir nicht leisten. Also muss ich das eh noch auffüllen, warten, bis die Wasseranlage kommt. Dann mache ich das in der nächsten Folge, wenn ich ein bisschen Geld wieder habe. Und hoffentlich unsere ganze Pelletierungsscheiße auch funktioniert. Den Berg müsste man irgendwo mal anpassen. Was wir noch machen können, wäre hier so einen Weg hin. So einen kleinen Pfad, so einen Fahrweg. Landschaftsbau. So. Und jetzt muss ich den Terrain-Typ auswählen. Nope, nope. Der passt. So. Müssen wir so ein bisschen aufpatchen. Und dann ist hier so ein Weg hinter. So, jetzt müssen wir ein bisschen kleiner machen den Radius, weil hier ist natürlich nicht unbedingt so groß der Platz. Zack. Ah, hier schön außenrum paven. Ach, wie war das? Nee, drehen so. Ich vergesse jedes Mal, wie ich zu drehen habe. Das ist dann auch nicht so gut immer. Klack. Das macht aber lustig, weil es ist schon irgendwie so ein bisschen auch einen Eindruck, wenn du hier ein bisschen sauberer arbeitest. So wird es hier halt. In dem Fall, wenn man hier so ein bisschen abpatcht. Alles und dann halt so schaut, dass das ein bisschen Form hat. Dann schaut es so aus, als ob du die wirklich da Gedanken dumm gemacht hast. Jetzt muss man hier noch so ein bisschen abpaven. So. Dann schaut das schon aus, eher wie ein Weg. Gar nicht mal so unnice. Den Baum müssen wir halt noch entfernen. Weil ich glaube, der steht so ein bisschen im Weg. Kann ich eigentlich? Scheint eher weniger so. Baum fällt. Oh ne, jetzt hat. Jetzt fällt er. Also jetzt durchschnitten. Meine Vögel machen wieder Stress. Glaube ich gerade schon das Falsche durch. Oh, ups. Naja. Das wird schon funktionieren, dann tun wir danach das hier abfräsen, dann ist ja alles gut. Zugang zum Reitstall haben wir dann auch. Das hier müssen wir noch ein bisschen umdesignen, da wird mir schon was einfallen. Unseren Schafen geht es gleich immer noch soweit gut, halt wir haben noch keine Pellets und alles, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Das steht jetzt ein bisschen da wie verloren und nicht abgeholt. Ist natürlich auch eine Sache, was ist denn hier gerade eigentlich drin? Honigwaben voll, habe ich keinen Maximum? Status automatisch.
Oh, ich brauche wieder Honigwaben, kann das sein? Oh. Also ganz ehrlich, ist es ein bisschen nervig vielleicht. Bisschen. Weil halt mit den Honigwaben machst du wenig. Ich würde hier dann gerne so eine Halle hinstellen. Ich glaube, das wird hier relativ gut hinpassen, wo wir unsere Fahrzeuge drin unterbringen. Weil aktuell ist es ja eher hier Chaos. Dann wäre das ein bisschen geordneter. Und ja, aber Freunde, ich würde sagen, wie gesagt, es ist ein bisschen stressig diese Woche. Ich muss schauen, dass ich die Folge heute noch schneide und gleichzeitig für morgen hochlade, weil ich morgen wieder unterwegs bin. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.